Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, die Düngeaufgaben sollten jetzt soweit durch sein, wie ich das sehe. Wir haben jetzt nur noch Ballenpressen, Spritzen. Das können wir leider nicht machen. Ich würde gerne das Fahrzeug darüber schicken. Aber das wird nichts. Die Brücke ist noch nicht fertig. Die 61 müssen wir noch düngen. Da ist jetzt auch unser Autochen schon. Das heißt, wir werden mal noch hier eben das fertig machen. Warum hängst du hier? Und warum liegt da ein ungewickelter Ball? Vergessen, nicht gesehen. Okay. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Ach so. Okay. Ja, das hat ja schon mal gut geklappt hier bei der Bahn. Na, lass uns mal weitermachen. Genau, der ist fertig. Den kann man eben zum Hof fahren. So. Können wir schon rausnehmen, können wir wieder voll sammeln. Ja, schade, dass das Sammeln nicht mehr automatisch geht. Momentan. Vielleicht mit den anderen Wagen mal gucken. Gestapelt hat das hier der Entwickler. So, und auf geht's zur Gärtnerei. Ja, einmal noch, dann ist die Wiese auch fertig. Hier schief gelaufen war.
Mann, so war das nicht geplant. Wenn einmal der Wurm drin ist. Was ist denn hier jetzt los? Hä, wo kommt denn der Ball jetzt her? Junge, 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 Junge. So, du fährst jetzt mal eben helfen da. Dann kann ich schon mal per Hand was wickeln. Wo ist der? Der 21 oder wo ist der unterwegs? Ja. Das mit der Brücke dauert echt noch eine ganze Weile, ne? Obwohl. Geht. Erstes Stück Fahrbahn ist schon fast fertig. Vielleicht kriegen wir die Aufgabe sogar noch. Beschleunigen das Ganze hier. Nein. Oh, so viel zu beschleunigen. Hey, ja. So. Auf geht's. Ach Gott im Himmel, nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Das mache ich selber. Kann nicht wahr sein, dass das hier so beschissen geht. Er ist selber schneller. Wenn der Wickler mal einfach mal schneller wickeln würde, ne? Habt ihr eine halbe Woche in Urlaub fahren kannst du hier, wenn der wickelt.
So. Wie viel Knete? Es gibt ordentlich Knete, ne? Wie viel Knete ungefähr? 100.000. Ja. Können wir uns unsere eigene Mehlkombination kaufen danach, denke ich. So, der ist, jetzt machen wir erstmal den wieder voll, dass der wieder fahren kann. Wo ist er? So. Gott, da vorne in der Ecke liegt ja noch ein umgewickelter Ball. Und noch ein Bärchen. Ach, das ist kein gewickelt, nicht gewickelter Bein, das ist ein Haufen Gras, okay. Nee, doch, da liegt doch ein ungewickelter, habe ich doch richtig gesehen. So, den schicken wir mal noch zur Gärtnerei. Und der nächste geht dann wieder zur Mischfutteranlage.
Ja, hier vorne sieht es aus wie Schlachtfeld in der Ecke. Nein, ich bin doch nicht unter den anderen. Hat so gut funktioniert gerade mit dem Wickeln, auf einmal dann nicht mehr. So, und wo muss er jetzt sammeln? Auf 27. 27 geht Mischfutterfabrik. Das ist schon abgeschlossen, das muss Mischfutterfabrik sein. Prozent von 44 auch schon fertig. Wie sieht's denn mit unserem Düngermann hier aus? Okay, der ist auch gleich fertig. Aber dritte Düngestufe ist auf den wenigsten Ackern jetzt drauf. Denn? Wickeln wir mal hier den Haufen Trauer wieder weiter. Gucken, wie viel wir hier von überbehalten können. Da sollte einiges überbleiben. Vielleicht können wir die ganze 44 für uns behalten. Da muss ich sagen, wenn das wirklich so ist, dann bleibt das da oben erstmal liegen. Das fahre ich dann nicht zum Hof. Das legen wir dann da auf die Fläche. Und holen das dann ab, wenn es fermentiert ist. Oder siliert vielmehr. Ja, wir können wieder sammeln. Ach, guck mal, der hat noch einen nicht gewickelten Ballen gefunden. Wie herrlich. Ja, wenn das dann Silage ist, verkaufen wir das. Das gibt dann auch noch mal Geld. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, vor der Erntesaison noch einen Drescher und einen Abfahrer zu kaufen. Oder ein Silo. Mal schauen.
So, das geht dann einmal zur Futteranlage. Und wo ist die Mischfutterfabrik? Auf geht's. So. Machen wir den mit der 61 noch fertig. Prozent hatten der noch. Oh, zu viel. Ja, Folge ist nämlich schon wieder vorbei. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.